Ich gehe dann. Tschüss. Ach, das ist euer Garten. Achso, dann muss ich da raus. Sorry. Mein Fehler. Könnt ihr rumblanschen? Ja, ist witzig. Na, Hundi. Die haben auch, glaube ich, immer hier die gleiche Hundenrassen. Aber das Schatten und alles. Oh, das habt ihr schon schön gemacht. Es läuft auch flüssig. Ach, das ist toll. Gefällt mir. Der Weg ist noch richtig. Ich guck mal. Ja, wir könnten aber durch den Wald durch. Könnten wir abkürzen. Hä? Spieler? Vitalität? Marathonläufer? Vitalität legt fest, wie belastbar dein Charakter ist. Je höher seine Vitalität ist, desto mehr Ausdauer hat er und desto schneller regeneriert diese sich. Zudem wird er nicht so schnell müde und kann länger rennen. Rennen, das Überspringen von Hindernissen und Kämpfen erhöht die Vitalität. Du hältst Vitalitätsspezialisierung bei jeder dritten Stufenhöhung und auf Stufe 20. Ah, Redekunst. Ah, Hochwohlgeborene. Ah, das ist toll. Also bringt meine Rennerei doch was, meine Agilität. Mhm. Kraftsparende Angriffe, Spötterer, aha. Agilität bezeichnet die Schnelligkeit, Gewandtheit und Windigkeit des Charakters. Mit höherer Agilität bewegt sich nicht nur schneller, sondern kann auch Angriffen besser ausweichen. Ausgereifte Waffen, wie beispielsweise Säbel, gekonnte. Säbel gekonnte führen und besser mit dem Bogen umgehen. Im Gegenzug erhöht sich die Agilität durch Bogenschießen. Du erhältst Agilitätsspezialisierung bei jeder vierten Erschöpfung. Ah, cool. Das ist toll. Also bringt uns die Rennerei was. Gehen wir mal durch den Wald. Können wir die Sachen pflücken? Salbei. Ich muss ja aber jetzt jedes Mal so eine Animation geben, oder? Doch. Vielleicht braucht es ja irgendwann jemand. Was bringt mir Salbei? Sonstiges? Salbei-Info. Offenbar auf Weiten und Hängen. Gewicht. Okay, wir wissen ja nicht, was es uns bringen kann. Wir sind ja Nubi. So. Ja, wir sind Salbei mit. So. Kann man vielleicht verkaufen. Aber was ich halt witzig finde, wir wissen ja nicht, was es kann, aber wir wissen den Preis schon mal von dem Zeug. Das ist irgendwie creepy. Oh, 1,2, das ist aber gut. Kann man für gutes Geld verkaufen. Kräuterkunde gestiegen, sehr schön. Wenn wir so erstmal leveln, traumhaft. So. Da ist noch wie heißt? Salbei, genau. Lalala. Weil wir brauchen Geld. Also von da. Das ist aber eigentlich eine recht gute Idee zum Farming-Betreiber. Ah, es pisst schon wieder. Sag mal, was ist denn das für ein Wetter heute? Lohnt sich das Durchstreifen durch den Wald? Könnte ich auch sein, dass wir auf Tiere stoßen. Was ist denn das hier? War das mal ein Käfig oder so? Ein Gehege? Hallo? Danke. Ah, Wermut. Okay, nimm mit. Auch mitnehmen. Das wächst überall. Wissen wir da zumindest. Das heißt, Spieler. Geschwindigkeit, Zustände, Energie. Fertigkeiten war das. Kräuterkunde. Hier. Dank der Fertigkeit Kräuterkunde sammelst du mit jeder einzelnen Aktion mehr Kräuter, wodurch du schneller und leichter an Kräuter kommst. Neue Spezialisierungspunkte werden beim Erreichen von 15, 15, 20 freigeschaltet. Aktuelle EP, benötigte EP, Fortschritt. Gut, dann sammeln wir doch einfach mal von dem Zeug. Wenn wir es brauchen können, warum nicht? Ja doch, da ging es doch gerade. Hier mache ich mal ein bisschen komisch extra. Ich habe auch nicht alles auf Ultra stehen, muss ich gleich dazu sagen. Ich hoffe, das hört niemanden hier. Sonst ein Pech. Meins jetzt, alles. Wobei, so vorher verkommen, wie das Ding aussieht, nee, gehört niemanden. Definitiv nicht. So. Ich weiß, ist gar nicht so spannend, aber es gehört mit dazu. Wir sind eh noch sehr lange unterwegs. Müssen gerade mal zu Fuß, mal können wir was hier laufen. Und dann werden wir eigentlich primär rennen. Wenn dadurch unsere Ausdauer steigt, ist das nämlich sehr, sehr gut. Ringblume.
Sondern nicht genau das, was uns nämlich fatal geworden ist in einige Kämpfe. Dass unsere Ausdauer einfach hops geht. Dann wird man nicht einfach OP durch Kräuter sammeln und rich dadurch. Das ist ein Top. Vom Kräutersammler zum Millionär, so nach dem Motto. So, auch noch eine Ringblume. Du bist überladen mit Kräutern. Hanf, Marihuana, THC, was? Okay, ich dachte gerade, da wäre was. So. Und die noch. Und dann gehen wir weiter. Durch den PNG-Wald. La 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 la. Hat er uns nicht was mitgegeben eigentlich? Questgegenstände? Nee. Ringblume. Wächst aus dem Boden. Schütterhaufen. Okay. Alles. Retterschnaps. Ah, nee, Schnaps hat uns mitgegeben, ne? 5 Stück. Starker Alkohol, der körperliche und seelische Leiden hinwegbrennt. Okay. Partei. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich herkommen und Hundis. Kann nichts mitnehmen, schade. Und gucken, wo die vergraben sind. Aber warte mal, ich brauche doch eine Schaufel, habe ich ja. Guten Tag, die Dame. Schönes Strohdach. Wie geht's Ihnen? Badeinhaberin. Oh, cool. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? Ein Bad und ich will meine Kleider reinigen und die Wunden versorgen. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen. Ich möchte meine Wunden versorgen. Ich hätte gerne ein Mädchen und alles, was dazugehört. ja, geht es? Mein Dresser. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Kostet? Natürlich, aber zuerst das Geld. Feilschen. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Puh. Ja, 7. Aber ich glaube, das macht die nicht mit. Die steigt aus. Einverstanden? Damit wirst du mich nicht überzeugen. Abbrechen. Gespräch beenden. Bevor wir die sauber machen. Ich könnte leider auch nichts anbieten. Aber das heißt, wir müssen unsere Klamotten waschen, damit wir wieder sauber sind. Wollen wir uns Handschuhe mal angucken? Können wir es eigentlich hier irgendwo aussehen? Handschuhe sind hier auf jeden Fall dreckig. Stärke, Rede, Charisma, Sichtbarkeit, Nahkampf, Körper, beeindruckend. Das fehlt mir noch. So eine Übersicht, wie dreckig unsere Klamotten sind. Na, ist egal. Jetzt laufen wir erstmal. Gehen zu einem Typen hin und dann werde ich dort ein kleines Safe-Game errichten. Das ist mega, was er sagt. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das hinkriegen. Weil jetzt mal diesen Retterschnaps. Vorhin nämlich, wo ich kurz einen Katz gesetzt habe, also das ist jetzt ein paar Folgen her, hat der Postbote geklingelt. Oder ich. Und dann habe ich. Dann hat noch das Telefon geklingelt und. Ja, dann haben wir was machen müssen und alles. Und. Konnte mich gerade mal drum rumdrücken, dass ich nicht weg musste. Und es ist halt einfach. Das Speichersystem ist echt cool, aber wenn du echt mal da ein bisschen eher in die Probleme kommst. Darf ich? Aha, ist kaputt. Kann ich die mitnehmen? Kann ich auch nicht mitnehmen? Schläft hier wer? Hallo? Ich wollte eh mit euch reden. Sehr gut. Ich werde mir erstmal vorstellen, wer ich bin, wo ich herkomme und was ich vor. Okay, halt. Was ich vorhab nicht. Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher, und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich muss Herrn Ratzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich bin Herr Ratzigs Schmied. Ja, genau. Stimmt ja auch.
Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzis Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der dich aufhält. Hau ab. Gut. Genau. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Kein Problem. Doch was bleibt mir, ihr guten Leute? Scarlett liegt in Trümmern. Die Dame? Wahrscheinlich kein Name dran. Mal irgendwas? Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen des Silbers gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Schätze, uns aufzunehmen, war gütig. Aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Ich hätte gern was gegeben. Warum kann ich hier nichts spenden? Das ist doch wieder doof. Probier nochmal. Das ist komisch. Wie kann man denn eine Almose geben? Nee, da geht echt nichts. Das ist traurig. Also Horvors Games? Nee. Wo muss ich hin? Abgesehen davon, dass ich dumm bin und völlig falsche Weglaufer bin. Ich wollte eigentlich erstmal zu einem anderen. Sorry Jungs, muss wieder weg. Oder machen wir das kurz? Ach komm, wir machen das kurz, wenn wir schon da sind. Ihr wisst schon. Vielleicht sollte man das auch nachts machen. Ah nö, jetzt würde ich auch noch mit uns quatschen. Echt jetzt? Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Banditen überfielen mich in Scarlets. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlett schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Ratai. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Dankeschön. Dank. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das kurz. Kriege ich da... Nein, wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß und prügeln uns raus, sauer ins Unermessliche. Bist du ein Gehkrüppel? Laden hier irgendwie die Texturen gerade nicht gescheit? Die Dame? Bürgerin? Hallo? Kann man mit Ihnen was reden? Nö, nichts Wichtiges. Okay. Hä? Ah, okay. Muss ich eins hören? Ah, pass auf, oder wie? Was? Aber gar nichts gemacht, du Nudel. Ah, okay. Hanusch von Leipa. Du hast gelernt, Hanusch von Leipa? Hä? Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn... Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst.
Für dich und deine Männer ist in Ratai genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Da, da, da. Tut mir leid, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's! Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Die Fresse. Schweig, Mönch! Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tataren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge. Ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen.
Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert den Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Okay. Feudalismus. Ich muss mal kurz was schauen, weil ich habe das Gefühl, das hat das Spiel mal wieder übernommen. Immer wieder das Gleiche. Weil nämlich ein Vollbild hast du weniger Frame Drops. Ohne Fleiß kein Preis. Unerforschter Ort. What the fuck? Hallo, ihr seid doch alle krank. Ich kann nicht wissen, wenn wir da Schnellreise hinmachen. Oh Gott, Gefahr, Instant Death, alles. Ah, aber mal rein zu machen. Oh, und jetzt, oh, der guckt aber so traurig. Oh, mein Puppe. Warte. Ja, okay, wir gehen erstmal darüber. Ich kann mit denen nur reden, meinst du? Ich meine, geht hier auf den Übungsplatz und spricht mit Hauptmann Bernhard. Kennen wir uns? Felsen? Hä? Komischer Name. Beste Grüße. Hallo. Wie behagt dir das Leben in Rathai? Schätze uns aufzunehmen war gütig. Aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen. Und weil Harad sich zum König hält. Okay. Das sind einfache Gespräche, die bringen uns so gesehen nichts. Ah, ein Schmied. Der Herr, ich grüße euch. Schleifstein, dürfte ich mit euch reden, Herr Handwerker? Gelobt sei Jesus Christus. Yo, Homie. Gut eigentlich. Ja, gut, ich wollte eigentlich, ja gut, aber, ja, okay, ja gut. Ja, dann reden wir halt so mal mit dem. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Handeln. Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nichts ein, wie dieser Herr Ratzig da, weswegen auch keiner über uns herfällt. Mhm. Wie kommen die Rateier mit den Flüchtlingen aus? Reden wir nicht davon.
Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten, aber sie tun nichts außer stehlen und Ärger machen. Dann gib ihnen doch vielleicht mal Arbeit, wäre der Vorschlag. Ich habe einen Bäcker entdeckt? Echt? Das ist aber ein Schmied, das weißt du schon, ne? Da ist irgendwas Schlacke auf dem Boden. Krämer. Rüstungsschmied. Die Fässer sind leer, das ist Kohle, okay. Kann ich mir da drin waschen? Sich waschen. So, regelmäßige Sauberkeit, ganz wichtig. Juhu! So ein Glas auf dem Po, wär geil. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Ist privat? Oh, ist privat. Okay, sorry. Mach wieder zu. Mein Fehler. Kann ich da oben rein? Verkaufsfläche? Schloss knacken. Okay. Interessant, durchs Fenster mal gestiegen. Das könnte uns natürlich diverse Vorteile später eröffnen. Dieser Fehler. Huch! Ich bin gerade gestolpert. Na, wen haben wir da? Wer bist du? Was hast du hier? Kunisch, du alte Seuche! Haha! Der hat überlebt, na super. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Hab ich nicht vergessen. Hier schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Du Bastard. Willst du wieder Schläge? Selbstverständlich willst du wirklich, dass ich zornig werde? Wir probieren uns auf die nette Art. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tue ich nicht. Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst. Wenn du dann die Schulden vergisst. Ich höre. Na gut. Spuck's schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Okay. Also schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlets schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Okay, kann man später auf jeden Fall mal machen. Dankeschön. Und sonst bei dir alles gut? Hey, Schatzi, bleib doch da. Ich will noch einen Smalltalk mit dir halten. Das ist immer so schnell weg. Nee, das passt schon. Können wir mit dir noch reden? Bernas Frau? Ich finde schade, dass wir denen nichts geben können. Irgendwie eine Kleinigkeit, dass sie mir das Essen holen können oder sowas. Das ist echt schade. Das brauchen wir noch gar nicht mehr alles fragen. Was haben wir hier? Eine Händlerin. Hallo. So, weil ich will nicht mal ein bisschen unseren Handel verbessern. Wegen Ratei. Wie sieht die das? Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben's schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus. Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Es hat doch mal die Fresse. Die sind gerade erst herkommen, du blöde Kuh. Ach, ja, komm, lass uns handeln, sonst steche ich dich noch ab. Milch, Honig, süßer Pfannkuchen verkaufen. Haltbarkeit noch 5 Tage, noch 4 Tage, noch 5. Salami ist auch noch gut haltbar.
Brot. Ah, mehr nehmen die nicht an. Ich bin schon am Verkaufen, ja. Sattheit 17, Dörrfleisch 6. Haltbarkeit unendlich, dann nehmen wir das auf. 5, 4, Räucherwurst ist auch noch 5 Tage haltbar. Wein sowieso, geht nicht kaputt. Geht auch nicht kaputt. Was hatten die? Eine Brezel, süßer Pfannkuchen. Achso, machen wir kurz weg hier. Nee, wir sparen unser Geld. Trotzdem danke. Ist auch eine Händlerin? Was verkauft die? Obst und Gemüse wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht hat die ja neue Infos. Oder ein bisschen andere. Mit den anderen, nennen wir so Flüchtlinge, bla bla, wegen Ratei. Oh, neue Infos, oder? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee, aber diese Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. Mhm, okay. Schirmling, Steinmehl, Zwiebeln, okay. So eine Birne hätte ich gern, wie lange ist die haltbar? 5 Tage. Ja, eine würde ich kaufen. Eine, ja. Warenkorb prüfen. Achso, nur einmal X. Falschen. Ich würde gern nichts dafür zahlen. Reden wir über den Preis. Ist gut. Die Hälfte, ja genau. Frisches Brot von heute Morgen. Das ist ein vernünftiger Preis. 0,1 Groschen gespart. Yay! Ey, gespart ist gespart immerhin. Apotheke? Apotheker. Apotheker bereitet den Arzneien auf Basis sorgfältig studierter Überlieferungen zu, die bereits seit Generationen Anwendung fanden. Der Beruf des Apothekers war einer der wenigen Berufe, der sich nicht in Zünften oder Gilden organisierte. Die Herstellung von Medikamenten war harte Arbeit und man trug enorme Verantwortung. Der Apotheker musste an einer Universität studieren, wurde nicht nur in Latein, sondern auch in Griechischen oder Wiesen. Oh, die können uns Lesen beibringen. Er musste seinen Arzneien sorgfältigen präzisen Dosen bemessen können und dafür sorgen, dass die Zutaten stets verfügbar waren. Gab es in einer Stadt keinen Apotheker, so konnte man sein Glück in der Krankenstube eines Klosters versuchen. Stand auch dort kein Apotheker zur Verfügung, wandte sich die Menschen an Kräuterkundige, Laien und Medikaster, auch Scharlatane oder Quacksalber genannt. Ihre Heilmethoden waren umstritten, da sie bei der Herstellung von Salben und Tränken nicht nur Kräuter verwenden, sondern auch auf Zauber, Amulette, ungewöhnliche, teils bizarre Zutaten wie Froschgift oder der Finger eines Gehängten zurückgriffen. Ah ja. Apotheke würde ich gerne mal kurz besuchen. Geht's da zur Apotheke? Ich glaube ja. Klapp, klapp. Ich mach die Tür zu. Draußen ist kalt. So. Wer bist du? Ladenwache, hi. Nur mal kurz snacken. Müssen Sie mal mit ihm ein bisschen gequatscht haben. Alles aber interessant. Wegen Rat, hi, ja, aber das gleiche, oder? Ach komm, geh weg. Ja, nee, tschüss. Herr Apotheker? Könnten Sie mich in der Kunst des Lesens unterrichten? Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Oh, das war der! Ich bin noch nicht ganz gesund. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich noch schwach. Ach, reiß dich am Riemen. Du hast gute Knochen und hältst einiges aus. Also sei ein Mann. Okay. Ah, genau. Manche Leute können dir etwas beibringen. Einige Lektionen musst du allerdings die Grundlagen kennen. Es mag mehr als ein Ausbilder für eine Fertigkeit geben, doch stets gibt es 4 Lektionen zu lernen. Ja, hier. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Dankeschön. Wegen der Schulden, mein Herr? Wegen der Schulden. Ich brauche noch ein Weilchen. Ich werde ein Weilchen brauchen. Ich verstehe. Es eilt nicht.
Ich bin mir sicher, du bist ein ehrbarer Mann. Ja, ich verdank dir meine Eier, Alter. Halt, der Herr, ich würde noch gerne noch mal kurz mit Ihnen reden. Please wait. Beste Grüße. Übungen? Alchemie? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Vielleicht ein anderes Mal. Darf ich hoch? Mich ein bisschen umgucken? Oder ist es privat? Nö, machen wir nicht. Ist es nicht privat? Das ist schon nett, wenn ich hier... Oh, Schloss knacken leicht. Achso, okay. Da ist natürlich hier nichts rumhängen, ne? Da kann man auch nichts mitnehmen. Weißt du, da hängen Sachen rum und der nimmt es einfach nicht mit, oder? Das ist so ein Hornochse. Aber ich mache die Türen zu. So. Wollen nicht unhöflich sein, hier durchlaufen. Ja, das... Achso, das war hinsetzen. Nö, wollte ich nicht. Stehlen, ja genau, wenn da zwei Leute stehen. Ähä. Dead Logic. Ich finde schön, dass wir überall rein können ohne Ladezeiten oder so. So, Tür wieder zu. Schönen Tag noch. Es ist B? Schreiber. Wo sollte ich hin? Aktivitätengeber. Wie gehe ich auf den Übungsplatz? Achso, das ist da. Ah, da unten ist ein Schreiber. Dann will ich kurz zu dem. Rennen wir mal. Gibt Ausdauer. Nest? Ja, warte, ich muss nach B, ich Hornochse. Da ist B. Kohlehydrat Schneider. Wo geht's denn hier hin? Öffnen, hallo? Kein Privatbereich? Aha. Wo geht's hier hin? Okay. Ah, ist es der alte Schreiber? Hier ist der Vogt. Hallo, Herr Vogt. Wo ist denn der Alte? Das ist echt interessant jetzt. Beste Grüße. Hallo. Gibt es Neuigkeiten? Ah. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Gut. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen. Plündern, schänden und metten. Ja, okay, das ist okay. Zwei unterschiedliche Stimmen, aber die haben alle keinen großen Bock. Wo geht's da hin? Öffnen? Muss ich jetzt echt so weit... Wie viele Türen denn noch? Oh, Privatbereich. Sorry. Aber das heißt, irgendwo da muss ja. Oder warte mal, ich guck mal kurz. Wir können ja dann noch kurz gehen. Verzeiht? Wo ist denn der Schreiber? Wisst ihr vielleicht, wo der Schreiber ist? Ja, okay. Entschuldige, ich gehe schon. Brauchst du irgendetwas? So, hier. Mach die Tür zu. So, Arschloch. Wir suchen Schreiber, Mann. Ah, ist er vielleicht über uns? Da geht's auch noch hoch. Ist da jemand? Nee, Schloss knacken ist schwer. Nee, das kann es auch nicht sein. Sag mal. Ja, du wirst alt, senil, du halluzinierst. Also, halluzinierst. Da ist der Vogt? Wo ist Mr. B? Der Herr für Key? B war der Typ, ne?
Ach, der bewegt sich gerade. Ach, komm. Die ganze Familie wird satt. Der ist gerade auf dem Rausgehen. Hä? Nee, ist Apotheker. Was ist das? Und wo ist jetzt? Ich weiß keinen Preis. Vergeltung, welche. Also, Schwerter haben die, der Schatz. Vergeltung. Das haben wir gar nicht als Dings. Okay. Warte mal. Kann man damit mal kurz reden? Herr Apotheker? Wo soll der Typ nochmal sein, der uns das Lesen beibringt? Nö. So, war ich kurz zu schnell, sorry. Was lädst du jetzt? Dann halt nicht. Kannst mir morsch. Geht's jetzt? Okay, es war back. Komm ich in I rein? Das geht. Kann ich jetzt auf Karte von hier aus? Quest geben, Nebenquest, Schnellreise. Schreiber. Okay, die Karte hat gerade einen Schuss weg. War gut. Ich warte mal kurz. Vielleicht brauche ich die kurz zum Laden. Oder es wäre halt so ein Punkt wieder vorhanden, da müssen wir irgendwo hinlegen, eine Stunde schlafen, dann wieder speichern und frisch laden, weil es gerade spackt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so eine Situation, wo ich jetzt sage, dann speichere ich lieber kurz und lad wieder. Ja. Isst und trinkst. Dann nimmst du jetzt das Verdorbenes zu dir. Ja, gibt es eine Lebensmittelvergiftung, ich weiß. Und das ist jetzt aber so ein Punkt, ja, es speichert sich mir schon toll. Ich versuche wirklich das zu vermeiden, so zu speichern und alles, aber ja, es gibt halt Situationen, da wird's doof. Ich hoffe, da macht man jetzt hier keine Umstände. Und Leder sauber. Da würde ich darum bitten. Warum ist die Festplatte gerade so hart ausgelassen? Gut, der lädt gerade. Nee, der lädt echt ewig lang. Oh Gott, tut mir leid. Es ist schön, es ist toll, es macht Spaß, es ist wunderbar. So, jetzt aber. Festplatte immer noch auf 100%? Irgendwas stimmt hier nicht. Wartet mal, ich muss mich kurz raustappen. Irgendwas stimmt hier nicht. Steam kann ich installieren. Jo, und das Spiel ist gerade ein Knall weg. Okay, bis gleich.